Ich lese von Laszlo Moholy Nagy, von Material zu Architektur, aus einem der Bauhausbände von 1929. Ich habe den Text, der dieses Buch einleitet, über Erziehungsfragen gewählt, weil er, denke ich, zeigt, wie am Bauhaus gedacht wurde, in Bezug auf die eigene Aufgabe als Schule zu arbeiten und einen neuen Typen von Gestalter auszubilden, zu erziehen. Und ich glaube, dass diese authentische Sprache dieser Zeit auf der einen Seite die Zeitgebundenheit des Bauhauses zeigt, auf der anderen Seite aber auch viele Fragen anspricht, die uns, glaube ich, heute aktuell auch bewegen. Der sektorhafte Mensch. Nur was sich aus dem Gesamtkomplex der eigenen Erlebnisse herauskristallisiert, baut den Menschen wirklich auf. Demgegenüber macht unser gegenwärtiges Erziehungssystem den Fehler, vorwiegend Einzelerlebnisse zu pflegen. Statt die eigene Mitte zu erweitern, wie ein primitiver Mensch es aus Lebensnotwendigkeit tut und tun muss, indem er in einer Person Jäger, Handwerker, Baumeister, Arzt und so weiter ist, beschäftigt man sich, alle anderen Fähigkeiten unausgenutzt lassend, nur mit einem bestimmten Beruf. Tradition, autoritäre Einstellungen schüchtern den Menschen ein. Er wagt sich an bestimmte Erlebnisgebiete nicht mehr heran. Er wird Fachmann, er erlebt nicht mehr ursprünglich. In dauerndem Kampf mit seinen Instinkten wird er von äußerlichem Wissen vergewaltigt. Seine innere Sicherheit welkt ab. Er darf nicht mehr sein eigener Arzt, auch nicht sein eigenes Auge sein. Die Spezialisten verdunkeln wie Mitglieder einer gewaltigen Geheimorganisation den Weg zu allseitigen eigenen Erlebnissen, die aufgrund gesunder Funktionen möglich, ja vom biologischen Zentrum her erforderlich sind. Oft erfolgt die Berufswahl aufgrund äußerlicher Anlässe. Man wird Konditor oder Tischler, weil in dem Beruf Lehrlingsmangel herrscht. Man wird Rechtsanwalt oder Fabrikant, weil das Geschäft des Vaters übernommen werden kann. Der Akzent liegt auf der schärfsten Herausstellung des Einzelberufs, der Spezialausbildung. Es regiert die Nachfrage. So wird man Schlosser oder Rechtsanwalt oder Architekt und so weiter, Klammer auf, in einem geschlossenen Sektor, Klammer zu. Und es ist noch der beste Fall, wenn der Berufsmensch nach Abschluss seiner Studien eine Weiterführung seines Metiers anstrebt, wenn er seinen Spezialsektor ins Unendliche zu erweitern trachtet. Hier versagte bis jetzt unsere ganze Pädagogik, trotz aller Beratungsstellen und psychotechnischen Eignungsprüfungen. Alles funktioniert und funktioniert allein auf der Basis des heutigen Produktionssystems, das nur äußerliche Anlässe der Gütererzeugung kennt. Beruf ist heute alles andere als Solidarität mit Zielen und Bedürfnissen einer Gemeinschaft. Das eigentliche Leben läuft neben dem Beruf her, der oft aufgezwungen und gehasst ist. Die Zukunft braucht den ganzen Menschen. Die sektorenhafte Ausbildung ist heute nicht zu übergehen. Sie darf aber nicht so weit getrieben werden, dass der Mensch dabei verkümmert, weil bei all seinem großartig gepriesenen Fachwissen. Der sektorenhafte Mensch muss wieder in dem zentralen, in der Gemeinschaft organisch wachsenden Menschen fundiert sein. Stark, offen, beglückt, wie er in seiner Kinderzeit war. Ohne diese organische Sicherheit sind die reichsten Differenzierungen des Fachstudiums, Klammer auf, das Privileg der Erwachsenen, Klammer zu, bloßer quantitativer Erwerb, ohne dass damit die Lebensintensität gesteigert,
der Lebensumkreis erweitert wird. Nur ein mit der Klarheit des Fühlenden und der Nüchternheit des Wissenden ausgestatteter Mensch wird sich in alle noch so kompliziert erscheinenden Forderungen auch eines Spezialberufes einarbeiten und das ganze Leben meistern können. Erst von dieser Basis aus kann man den Lebensplan finden, der den Menschen innerhalb der Gemeinschaft an die rechte Stelle setzt. Das heutige Produktionssystem. Jedes offizielle Erziehungssystem ist Ergebnis der jeweiligen Wirtschaftsstruktur. Die heutige Wirtschaft ist nur an sehr wenigen Stellen der Entfaltung des Menschen günstig. Im heutigen Lebenstempo bietet sich selten Gelegenheit, zum eigentlichen, wesentlichen der Dinge und des eigenen Ich vorzudringen. Die heutige Produktion wächst nicht aus innerem Bedürfnis, auch nicht aus der Einsicht, Produkte zu schaffen, um eigenen und Massenbedarf in gegenseitig sich ergänzender Weise zu befriedigen. Die heutige Produktion ist Fronarbeit, Hetze, Planlosigkeit im Sozialen, schärfste Erpressung des Profits, in den meisten Fällen völlige Umkehrung ihres ursprünglichen Sinnes.